Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Wir sind in unserem Netz, wir spinnen. Und was wir auch darin fangen, wir können gar nichts anderes fangen, als was sich eben in unserem Netz fangen lässt. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche. Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern was wir sind. Der portugiesische Schriftsteller Fernando Pessoa. Wenn die Welt, die wir erleben und erkennen, notwendigerweise von uns selbst konstruiert wird, dann ist es kaum erstaunlich, dass sie uns relativ stabil erscheint. Der österreichisch-amerikanische Denker Ernst von Glasersfeld. Einst träumte Zhuang Zhou, dass er ein Schmetterling sei. Plötzlich wachte er auf. Da war er wieder und wahrhaftig Zhuang Zhou. Nun weiß ich nicht, ob Zhuang Zhou geträumt hat, dass er ein Schmetterling sei, oder ob der Schmetterling geträumt hat, er sei Zhuang Zhou. Der chinesische Weise Zhuang Zhou. Eigentlich muss man immer die Ostereier erst selber verstecken, damit man sie findet. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil Hauptsache man findet Ostereier. Professor Fritz B. Simon, Psychiater und Familientherapeut. In ihrem Lied Painted Black erzählen die Rolling Stones von einem depressiven Mann, der als einzige Farbe nur noch schwarz wahrnimmt. Alles, was er sieht, wird im Sinne seiner düsteren Stimmung umkonstruiert. Der Song beschreibt einen Zusammenhang, den wir aus unserem Alltagserleben kennen, dem wir aber trotzdem keine so große Bedeutung zumessen. Wahrnehmung ist ein aktiver Vorgang. Unsere Sinnesorgane bilden die Welt zwar ab, aber meistens so, dass sie zu uns passt. Geräusche, Bilder, der Geschmack einer Speise, all dies hat keinen Wert an sich, sondern wird von uns gedeutet, verschönert, schlecht gemacht oder gar nicht erst bemerkt. Wahrnehmung ist subjektiv. Doch das ist längst nicht alles. Wahrnehmung ist Konstruktion, Architektur und Ingenieursarbeit unseres Bewusstseins. Die Umwelt, wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung. So sieht es Heinz von Förster, neben Paul Watzlawick und Ernst von Glasersfeld einer der Haupttheoretiker des Konstruktivismus. Eine Denkrichtung, die in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand und gründlich mit unseren Vorstellungen von Wahrnehmung aufräumte. Einer der zeitgenössischen Vertreter ist der Berliner Psychiater, Familientherapeut und Organisationsberater Fritz B. Simon. Das, was wir wahrnehmen oder wie wir unsere Wirklichkeit sehen, ist nicht nur einfach ein passives Abbild dessen, was da draußen in der Welt ist, sondern es ist eine aktive Selektionsleistung, Auswahlleistung, ein aktiver Konstruktionsprozess insofern, als wir eben nicht nur eine Auswahl treffen auf der Wahrnehmungsebene, sondern diese Wahrnehmung auch noch mit Sinn versehen, indem wir Kausalität, Ursache-Wirkungsbeziehung konstruieren und dadurch uns auch Möglichkeiten schaffen, gezielt zu handeln. Das ist eine Hypothesenbildung. Wir haben eine Hypothese, die, wenn sie denn wahr wäre, genau die Phänomene erklären würde, die wir da sehen. Aber dieser Konstruktionsprozess ist eben nichts, was passives Aufnehmen ist, sondern es ist aktives Zusammenbasteln von Weltbild. Dieses Zusammenbasteln von Realität begegnet uns tagtäglich. Dabei sind wir aktiver, als es uns auffällt. Schließlich müssen wir in der Welt überleben können, auch wenn sie uns zunächst fremd erscheint. Alles, was wir wahrnehmen, vergleichen wir mit uns bereits bekannten Mustern, um uns ein Bild zusammenzubauen, das die Welt erklärbarer macht. Dieser Prozess geschieht nach und nach. Je mehr Informationen wir bekommen, die uns zunächst verborgen waren, desto komplexer wird das Bild. Fritz B. Simon erklärt dies an dem Beispiel des Zuschauers, der zum ersten Mal ein Fußballspiel sieht, unter geringfügig veränderten Bedingungen. Stellen Sie sich vor, die Spieler haben alle eine Tarnkappe auf. Ja, das heißt, die sehen sich zwar gegenseitig, aber sie sehen die Spieler nicht. Und sie sehen auch den Ball nicht, sie sehen nur den Schiedsrichter. Einen erwachsenen Mann, meist in kurzen Hosen, der aufgeregt hin und her läuft und ab und zu mit den Händen rumfuchtelt, Kärtchen zieht, Trillerpfeife bedient und ähnliches.
Wenn Sie diesen Mann alleine anschauen, dann können Sie Hypothesen darüber bilden, wie das zu erklären ist. Vielleicht stimmt was biologisch bei ihm nicht. Vielleicht ist was in seiner frühen Kindheit merkwürdig gewesen. Ja, zu enge Mutterbindung und jetzt ist er so expansiv und muss immer sich ausleben, hin und her rennen. Zunächst vergleichen wir alles mit unseren Vorannahmen, bilden Hypothesen, die uns brauchbar erscheinen. Die Konstruktivisten sprechen hier von der Strukturbestimmtheit unserer Wahrnehmung. Wir nehmen so wahr, wie wir gestrickt sind. Und produzieren zweckmäßige Irrtümer, deren Sinn es ist, sie so lange zu gebrauchen, bis wir es durch weitere Informationen besser wissen. In dem Gedankenexperiment Fritz B. Simons geschieht das dann, wenn die Spieler keine Tarnkappen mehr tragen und das Gezappel des Herrn in Schwarz verständlicher wird. Das heißt, auf einmal bekommt sein Verhalten Sinn. Er zieht nicht nur einfach eine rote Karte, sondern er zieht die rote Karte, wenn ein Spieler dem anderen vor Schienbein tritt. Das heißt, sie konstruieren als Beobachter Sinnzusammenhänge. Das ist das, was jeder macht. Und das ist natürlich eine aktive Leistung, weil eigentlich sind es nur Dinge, die nebeneinander gleichzeitig passieren, dass die was miteinander zu tun haben, unterstellen wir, wenn wir das beobachten. Und wenn wir lang genug so ein Spiel anschauen, dann können wir eine ganze Menge solcher Spielregeln konstruieren und haben dann irgendwann Fußball verstanden und schauen wahrscheinlich auch mit größerer Freude zu. Aber es ist weit mehr als nur Wahrnehmung, darüber muss man sich klar sein. Wir konstruieren Sinn- und Ursache-Wirkungsbeziehungen selbstständig. Denn in allem, was wir wahrnehmen, wollen wir einen Sinn erkennen. Im günstigsten Fall stimmt er mit der Realität überein. Doch in einer Fülle von Experimenten und Gedankenspielen lässt sich feststellen, dass Wahrnehmung nicht automatisch eine 1:1-Entsprechung mit der Wirklichkeit herstellt. In den Worten des Konstruktivisten Ernst von Glasersfeld: Was wir erleben und erfahren, erkennen und wissen, ist notwendigerweise aus unseren eigenen Bausteinen gebaut und lässt sich nur aufgrund unserer Bauart erklären. Wir sind auf einer Party. Es fehlt noch ein Gast, den keiner kennt. Der Gastgeber macht sich einen Spaß und behauptet, dass der betreffende Mann bis gestern wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis war. Beim Eintreffen dieses letzten Besuchers wird sich höchstwahrscheinlich jedes Verhalten der anderen Gäste an der Vorinformation entlassener Strafgefangener orientieren. Unabhängig davon, ob diese Aussage stimmt, wird auch jede Handlung des angeblich Vorbestraften in diesem Sinne eingeordnet werden. Jeder beobachtet, aber kaum jemand fragt sich, wie er beobachtet, welche Voraussetzungen ihn dazu geführt haben, etwas für wahr zu halten. Fritz B. Simon bringt hier eine wichtige Unterscheidung ins Spiel, die zwischen Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Beobachtung erster und zweiter Ordnung unterscheidet sich dadurch, dass man sich beim Beobachten beobachtet. Man reflektiert das, was man tut. Wenn man jemanden sagt, warum ist das Gespräch erstorben in dem Moment, wo ihr erfahren habt, dass er aus dem Knast kam, dann ist er gezwungen, sich darüber klar zu werden, wie er beobachtet, welche Bewertung er vorgenommen hat. Man kann beobachten, wie jemand beobachtet, aber man kann sich selber beobachten. Und wenn man sich selber beobachtet, dann ist das Beobachtung zweiter Ordnung. Also da kann man vielfältige Hierarchien konstruieren und dann wird es natürlich auch hinreichend komplex. Hierarchien werden auch konstruiert, wenn Psychotherapeuten mit Klienten sprechen. Normalerweise eine eindeutige und klar definierte Beziehung. Doch wer bestimmt eigentlich, wer in einem solchen Fall das Sagen hat? Sind nicht gerade die psychiatrischen Anstalten auch belegt mit Patienten, die behaupten, sie wären der Arzt? Das ist etwas, was ich manchmal mache mit Studenten. Wenn zwei Leute zusammensitzen und jeder der Überzeugung ist, er ist der Psychiater, alle haben ihn immer bislang als Psychiater behandelt. Zwei Psychiater sind aufeinander gehetzt worden und ihnen ist gesagt worden, der andere ist ein psychisch Kranker, der sich für einen Psychiater hält. Dann haben sie beide eine Situation, wo was immer der eine tut, er die Vorannahmen des anderen bestätigt und das wechselseitig. Ja, das ist eine Situation, aus der man zu zweit nicht rauskommen kann, weil es keinen Weg gibt, diese Vorannahmen als falsch zu verwerfen. Wenn immer einer sich als Psychiater verhält, bestätigt er dem anderen die Vorannahme, dass er verrückt ist. Das ist nicht einfach. Das ist einer der Gründe, warum Psychiater so gerne einen Schlüsselbund haben, wenn sie in der Klinik sind. Besonders komplex wird es dann, wenn man sich in die Beobachtung anderer hineinversetzen will,
wenn man versucht, in einer fremden Wahrnehmungswelt zu leben und ihr entsprechend zu handeln. Ein Beispiel dafür stammt aus der Biografie des konstruktivistischen Denkers Heinz von Förster, der in Wien lebte und mit einer Jüdin verheiratet war. Als die Nationalsozialisten 1938 Österreich besetzten, schwebte dadurch seine Frau in Lebensgefahr. Um sie zu retten, versetzte sich von Förster in das unmenschliche Gedankengut der Nazis. Denn die wären nie auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet Juden nach Deutschland einreisen wollen. Heinz von Förster zog mit seiner Frau nach Berlin und organisierte von dort die Flucht in die USA. Wahrnehmung als manchmal lebensnotwendiger Lernprozess, der es uns zum Beispiel ermöglicht, aus einem brennenden Haus zu fliehen. Die Feuersirene ist ein Zeichen, die Beine in die Hand zu nehmen, noch bevor wir das Feuer sehen oder riechen. In der Regel glauben wir jedoch, dass dieser Lernprozess schon längst abgeschlossen ist, dass unsere Wahrnehmung eindeutig und ohne Selbsttäuschung abläuft. Bis unsere Muster durcheinander geraten. Ein neuer Arbeitskollege, der sich anders verhält, als es in der Abteilung bisher üblich war. Eine schwere Krankheit, die unseren Blick auf die Welt radikal verändert. Und nicht zu vergessen, der Zustand des Verliebtseins, in dem alles rosarot erscheint. Oder nehmen wir die Schwarzseherei aus Painted Black. Einbilden und konstruieren können wir uns alles nur Erdenkliche. Wussten Sie schon, dass auch die Alpen einen traurigen Anblick bieten, wenn man sich die Berge wegdenkt? Ja, da haben Sie die ganze Wahrnehmungspsychologie in diesem Satz. Das heißt, Sie müssen immer eine Auswahl treffen, was Sie weglassen. Wo immer wir wahrnehmen, lassen wir irgendwas anderes weg. Wir bringen was in den Vordergrund und nehmen den Hintergrund nicht wichtig. Ja? Und jeder macht das offensichtlich ja nach seinen eigenen internen Kriterien, nach seinen eigenen Bewertungen. Ja? Sie sehen das, wenn Sie 5 Leute vor Gericht haben, die alle einen Autounfall beschreiben. Jeder beschreibt was anderes. Man kommt nicht umhin, diese Auswahl zu treffen. Das heißt, selbst wenn man wollte, wenn man alles erfassen wollte, man kann es einfach nicht. Wir produzieren nur Annäherungswerte an die Wirklichkeit und gehen dabei ausgesprochen zielstrebig vor. Denn rein biologisch betrachtet ist es nicht unser Nervensystem, das uns ohne unser Zutun Sinneseindrücke liefert. Es schickt lediglich die Möbel, mit denen wir die Wohnung unserer Wahrnehmungswelt aktiv einrichten. So sieht es jedenfalls Fritz B. Simon. Das Nervensystem ist ein geschlossenes System. Ja, Nerven geben Impulse an andere Nerven weiter, aber nichts anderes ist da drin. Wenn man eine Nervenzelle anschaut, dann haben sie da halt bestimmte Frequenzen. Das macht tak, 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 tak und da ist nichts anderes drin. Und es ist ein Netzwerk, das selber nicht zwischen innen und außen unterscheiden kann. Und dadurch, dass es nicht zwischen innen und außen unterscheiden kann, reagiert es eigentlich immer nur auf sich selber. Ja, das heißt, wenn Lichtimpulse übers Auge ins Gehirn kommen, ins Nervensystem, dann kommt ja nicht das Licht da hinein, sondern es wird übersetzt, transformiert wieder in einen Nervenimpuls. Wahrnehmen kann man lernen, wenn man so will. Ohne Aufmerksamkeitsfokussierung passiert gar nichts. Ja, Sie werden sehen, dass Ihre Wahrnehmung auch davon gesteuert wird, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Fokussierung der Aufmerksamkeit, das ist das Schlüsselwort. Das ist eigentlich die Zauberformel. Das ist das, was bestimmt, was wir wahrnehmen und was wir nicht wahrnehmen. Denn wo wir nicht hingucken, dann nehmen wir auch nichts wahr. Doch selbst dieses genaue Hinsehen und Hinhören kann gerade eine Quelle der Täuschung sein, wie wir am Beispiel des angeblichen Straftäters gesehen haben. Informationssplitter werden überbewertet und führen zu falschen Schlüssen. Die konstruierte Wahrnehmung führt uns zu zahlreichen Missverständnissen. Paul Watzlawick erzählt hierzu in seinem Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« eine wunderbare Geschichte. Ein Mann überlegt, ob er sich einen Hammer von seinem Nachbarn ausleihen sollte. Er wägt alles Mögliche ab. Er könnte aufdringlich wirken. Was wäre, wenn der Nachbar grundsätzlich kein Werkzeug verleiht? Und schließlich könnte er sich ja darüber lustig machen, dass der Mann nicht mal einen Hammer im Haus hat. Und einiges mehr konstruiert der hammerlose Heimwerker sich noch zusammen. Schließlich geht der Mann wutschnaubend zu seinem Nachbarn und sagt, behalten Sie doch Ihren verdammten Hammer, Sie Depp. Üblicherweise haben wir halt ein Weltbild, wo wir unsere Vorannahmen bestätigen. Gibt ja diese schöne Geschichte, die Sie wahrscheinlich auch kennen, von dem Mann, der durch die Straßen läuft und in die Hände klatscht. Und dann trifft er einen Bekannten und der fragt ihn, warum klatscht du in die Hände? Da sagt er, das mache ich, um die Elefanten zu verscheuchen. Aber hier sind doch keine Elefanten. Ja, siehst du, es wirkt. Ja, das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir unsere Wahrheiten kreieren.
Fritz B. Simon führte 1992 anlässlich eines großen Kongresses der Konstruktivisten ein Experiment durch, das in eine ähnliche Richtung ging. Seine Ausgangsfrage war: Kann aus unserer Wirklichkeit etwas anderes entstehen als das, was wir routinemäßig erwarten? Konstruktivismus sagt, dass Beobachter ihre Realität nicht nur passiv aufnehmen, sondern konstruieren. Und um jetzt diese Idee nicht nur in Vorträgen zu transportieren, haben wir uns überlegt, wie können wir das erlebbar machen. Also haben wir die Story Dealer AG engagiert, das ist so eine Art Künstlergruppe, die Aktionskunst macht, und die haben über diesen Kongress hin die Idee gestreut durch kleine Signale, die sie gegeben haben, Papiere, die verteilt wurden, dass ein Vortrag fake ist, gefälscht, nicht ernst gemeint. Das hat dazu geführt, dass diese 1000 Leute oder 1500 Leute immer gespannter wurden und immer aufmerksamer wurden, welches ist denn nun der Vortrag. Führte schließlich dazu, dass am Schluss ein sehr ernst gemeinter und überhaupt nicht gefälschter Vortrag mit einem schallenden Lachen von 1000 Leuten im Auditorium begleitet wurde, weil alle dachten, jetzt haben wir endlich den Vortrag herausgefunden, der gefälscht ist. Und bis heute sprechen mich immer noch Leute darauf an und fragen mich, welcher es denn nun war, welcher dieser Vorträge. Natürlich war keiner gefälscht, aber in dem Moment, wo man einen Gefälschten erwartet, ja, findet man ihn auch. Das heißt, Erwartung ist das, was unsere Wahrnehmung zu einem großen Teil strukturiert. Zum Beweis dieser Behauptung führten an der Universität von Palo Alto in Kalifornien Mitte des letzten Jahrhunderts Psychologen, Soziologen und Geisteswissenschaftler Experimente durch, die bis heute als die grundlegenden Forschungsergebnisse darüber gelten, wie unsere Wahrnehmung funktioniert oder funktionieren könnte. 10 Versuchspersonen, von denen 9 in den Sinn des Experiments eingeweiht sind. Gezeigt werden den Probanden 2 Tafeln. Auf der ersten befindet sich eine Linie, auf der zweiten 3 mit unterschiedlichen Längen. Die Versuchspersonen sollen nun sagen, welche von den 3 Linien der einzelnen Linie auf der anderen Tafel entspricht. Die Wahl scheint einfach, doch die 9 Eingeweihten behaupten standfest, die viel zu lange Linie stimme mit der einzelnen überein. Eine absurde Behauptung. Trotzdem schließt sich der 10. nach einiger Zeit dieser Überzeugung an. Wir vergewissern uns unserer Wahrnehmung immer dadurch, dass wir schauen, sehen andere das genauso. Bei politischen Überzeugungen sehen Sie es. Geben Sie jemanden, der die Meinung Hü hat, in eine Gruppe von Leuten, die Hort denken, nach einiger Zeit wird er sich in seiner Meinung anpassen. Also das hat was damit zu tun, dass wir so die Idee der Objektivität ja konstruieren, dass wir schauen, kommen andere Beobachter zu demselben Schluss wie wir, und wenn die Mehrheit es anders sieht, ja, dann neigen wir dazu, eher an unserer Wahrnehmung zu zweifeln. Dem entgehen wir, glaube ich, alle nicht. So entstehen Moden, Trends, politische Überzeugung. Nur so kann man einen Großteil der sozialpsychologischen Phänomene, Massenphänomene erklären, dass wir sehr sensibel sind, was andere denken, wahrnehmen und sehen und uns daran messen. Eines dieser Phänomene, von denen Fritz B. Simon spricht, ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung, von dem konstruktivistischen Denker Paul Watzlawick folgendermaßen beschrieben. Wer zum Beispiel annimmt, man missachte ihn, wird sich eben deswegen in einer überempfindlichen, unverträglichen, misstrauischen Weise verhalten, die in dem anderen genau jene Geringschätzung hervorruft, die seine schon gehegte Überzeugung erneut beweist. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an! Dieser Sketch des Kabarettisten Loriot illustriert, dass die Voraussetzungen einer Kommunikation manchmal wichtiger sind als die Unterhaltung selbst. Die Ehefrau kann nur deshalb für ihren Mann zur Nervensäge werden, weil sie erwartet, von ihm angebrüllt zu werden, was dann schließlich auch gelingt. Gerade im Bereich der alltäglichen Kommunikation geschehen solche Kuriositäten am laufenden Band. So kann man sich auch, wie Fritz B. Simon beschreibt, Erinnerungen konstruieren, die definitiv keinen realen Hintergrund haben. Ich habe einmal einen Brief bekommen von einer Lehrerin. Und er hat gesagt, ich schicke zu Ihnen die Familie XY, das Kind ist so schwierig in der Schule, wäre schön, wenn Sie mit der Familie arbeiten. Ich habe gesagt, ja, ich gebe ihr einen Termin. Und ich habe der Familie auch einen Termin gegeben, aber die Familie ist nicht gekommen.
Aber nach 4 Wochen kam ein Brief der Lehrerin und sie bedankte sich bei mir, ja, dass man die Wirkung der Therapie sieht und das Kind verhält sich jetzt viel anders und viel besser in der Schule. Ja, das heißt, die Erwartung der Lehrerin hat dafür gesorgt, dass sie das Kind anders beobachtet hat. Und in dem Moment, wo man sein Kind anders beobachtet oder ein Kind anders beobachtet, kreiert man auch das, was man da erwartet, zum guten Teil als selbsterfüllende Prophezeiung mit. Die einzig richtige Wahrnehmung, so die Auffassung der Konstruktivisten, existiert nicht. Trotzdem kann man mit höchst unterschiedlichen Weltbildern erfolgreich leben und durch den Alltag navigieren. Um mit der Münchner U-Bahn zu fahren, brauchen wir keinen vollständigen Stadtplan. Es reicht eine skizzenartige Karte, auf der die einzelnen Stationen verzeichnet sind. Gerade weil in diesem Fall das meiste weggelassen wird, finden wir uns umso besser zurecht.